Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt von mir. Und zwar spielen wir ein Pumuckl-Spiel, nämlich Pumuckl fangt den Klabauter. Und einige von euch werden sich jetzt wahrscheinlich denken, Pumuckl, was spielt ihr denn da für ein Kinderspiel? Guckt euch bitte das Projekt erstmal an, bevor ihr euch da ein Urteil darüber bildet. Denn es kommt zwar Pumuckl drin vor, aber das war's dann auch wieder. Also ansonsten hat das Spiel keine weitere Verbindung zu der Fernsehserie Meister Eder und sein Pumuckl. Und Pumuckl ist halt nur der Namensgeber, damit das für Kinder ist, die Software eben. Und vom Schwierigkeitsgrad her ist es auch für Ältere interessant. Ich habe das Spiel nämlich nie durchgespielt, weil es am Ende ziemlich schwer wird. Und das Ganze ist nämlich ein Loadrunner-Klon. Also werden wir gleich noch sehen, wie das Ganze aussieht. Ich bin erstmal still, denn der Klabautermann möchte ein wenig was sagen. Ja, also, wie uns der Klabauter gerade schön gesagt hat, sind wir der Pumuckl und wir träumen. Wir lagen in unserem kleinen Bettchen und sind jetzt im Traumland angekommen. Und wie ich schon gesagt habe, ist das Spiel ein Loadrunner-Klon, allerdings ein ziemlich guter, muss ich dazu hinzufügen. Mit einigen interessanten Sachen noch dabei. Und hier haben wir eben die Weltkarte vom Traumland. Man sieht, hier gibt es viele verschiedene Gebiete. Rundherum. Ich weiß gerade nicht, ob überhaupt jetzt mein Mauszeiger mit aufgenommen wird, ob ihr seht, was ich damit mache, aber wenn nicht, dann auch egal. Wir haben jedenfalls hier viele Gebiete und jedes Gebiet besteht aus 5 verschiedenen Leveln und ich werde es so handhaben, dass ich in jeder Folge ein Gebiet mache, also 5 Level. Denn das hier soll so ein kleines Nebenprojekt sein, wo ich halt mal auch so ein bisschen erzählen kann, falls mir irgendwas aufgefallen ist in der Woche oder wenn ich über irgendwas gestolpert bin. Denn es ist halt Loadrunner und da kann man nicht so viel storymäßig oder so erzählen. Deswegen werde ich da ein bisschen sowas machen. Aber das kann ich eigentlich alles auch erzählen, wenn ich spiele. Deswegen sage ich einfach mal, wir drücken auf Start und fangen im ersten Level an. Ja, wie man schon sehen kann, wir sind hier der Pumuckl. Wir können links und rechts laufen, wie gehabt. Wir können Löcher in weichen Boden machen, links und rechts von uns. Das ist halt typisch Loadrunner. Das bringt uns in dem Level jetzt noch nicht so viel, da wir eben hier nichts damit anfangen können. Aber es gibt später Level, wo wir das benutzen müssen, um tiefer zu kommen, um an Sachen ranzukommen. Auch ziemlich verschachtelt, dass wir wirklich nachdenken müssen, wie wir was wegmachen und in welcher Reihenfolge und wie schnell. Und hast du nicht gesehen. Und außerdem, wenn uns dann die ersten Gegner entgegenkommen, wird das nützlich sein. Aber egal. Erstmal brauchen wir das nicht. Wir haben hier Items, und zwar Äxte. Die können wir benutzen, um diese festen Blöcke wegzumachen. Oder allgemeinen Blöcke, aber es bringt halt am meisten feste Blöcke wegzumachen. Denn als Pumuckl können wir nur die weichen Blöcke wegmachen. Hier die festen, den Holzstamm, den kann ich nicht mit meinem Zauberstab entfernen. Was natürlich ein bisschen doof ist, aber da müssen wir uns mit arrangieren. Und das Ziel des Spiels ist es eben, alle Sachen einzusammeln. Also in diesem Fall alle Früchte. Es gibt auch Edelsteine und Eiscreme und andere Süßigkeiten. Das müssen wir halt einsammeln. Alles, was wir einsetzen können, also sowas wie Äxte und andere benutzbare Items eben, die müssen wir nicht einsammeln. Die bringen aber Bonuspunkte, je mehr wir am Ende davon noch übrig haben. Und irgendwie leckt das gerade ziemlich. Das ist nicht schön. Ich dachte eigentlich, ich hätte es geschafft, den Leck jetzt zu besiegen, aber irgendwie anscheinend nicht. Naja, mal schauen, wie es jetzt läuft. Ich habe nämlich schon mal versucht, das aufzunehmen hier. Und ich habe ab dem 3. Level abgebrochen, weil es unspielbar wurde. Und gerade eben wird das schon wieder unspielbar, weil es so laggt. Das ist jetzt noch nicht so schlimm, weil wir ja einfach nur so rumlaufen müssen. Aber sobald die ersten Gegner kommen, wird das total beschissen. Oh, na toll. Naja, ich werde es einfach mal weiter probieren. Vielleicht funktioniert es ja. Wie man sehen kann, wir haben alles eingesammelt und das Tor ist erschienen. Das heißt, wir können uns ins nächste Level teleportieren. So, weiter geht's. Ja, ich habe auch sehr lange gebraucht, um dieses Spiel überhaupt zum Laufen zu kriegen. Denn
Das ist sehr kompliziert. Ich lasse das jetzt wieder über die DOS-Box laufen. Das ist übrigens eine magische Leiter, die können wir wachsen lassen, um halt hochzukommen. Ich lasse es wieder über die DOS-Box laufen, über Windows 3.11, das ich halt in der DOS-Box installiert habe. Aber dennoch hat es ziemlich lange gedauert, bis ich es zum Laufen gekriegt habe. Vor allem erst hat sich die Musik nicht abgespielt, dann waren die Hintergründe nicht sichtbar und ohne die Hintergründe ist das Spiel doch ziemlich unspektakulär. Dann wäre alles schwarz gewesen und das ist total blöd anzuschauen. Das macht keinen Spaß. Deswegen ist es jetzt halt so. Und ich hoffe mal, ich kriege das jetzt auch vernünftig weiterhin, ohne dass es irgendwie laggt. Also ohne dass es irgendwie so stark laggt, dass es nicht mehr spielbar wird, weil dann, das wäre sehr, sehr schade. Denn ich möchte es wirklich spielen. Es ist ein Spiel aus meiner Kindheit und ich habe gerade richtig Lust darauf. Und wie ihr schon sehen könnt, so ein Kinderspiel ist das gar nicht. Wäre es ein anderer Protagonist, dann wäre das halt auch ein Spiel für Erwachsene. Weil Loadrunner halt, Loadrunner kann man immer spielen, egal wie alt man ist. Es ist verdammt nochmal Loadrunner. So. Es gibt übrigens Bonuspunkte, wenn ich Items nicht verbrauche und die am Ende noch habe. Aber ich denke mal, auf die Punkte werde ich jetzt nicht so achten. Ich möchte einfach nur das Spiel durchspielen. Und ich hoffe überhaupt, dass ich es durchspiele, weil wie gesagt, es wird gegen Ende ziemlich schwer, wenn dann die Gegner kommen und die komplexen Level, weil das hier ist ja jetzt keine Herausforderung. Das ist ja... Naja, es ist schon eine Herausforderung, weil es laggt. Hehe, toll. Aber ich werde es trotzdem versuchen. So. Soweit bin ich beim letzten Mal auch schon gekommen. Und jetzt fängt es an, nervig zu werden wegen dem Lag. Denn, wie man sehen kann, dort unten rechts, dieses blaue Männchen, das ist ein Klabautermann. Und sobald wir uns bewegen, fängt er auch an, sich zu bewegen und versucht uns zu erwischen. Und wenn er uns erwischt, sind wir tot. Das heißt, wir verlieren eine Traumblase. Da rechts seht ihr, da sind so Blasen. Und da steht eine 5 drunter, das heißt, wir haben 5 Leben. Da das ein Spiel für Kinder ist, ist da ja auch so ein Aspekt des Lernens drin oder wie auch immer man das bezeichnen mag. So pädagogisch wertvoll. Das heißt, wenn wir sterben, kriegen wir eine Matheaufgabe, die wir lösen können. Und wenn wir die richtig lösen, dann verlieren wir kein Leben. Und die Aufgaben sind so einfach, dass das sehr, sehr schön für mich ist. So, ich werde erstmal versuchen, hier durchzukommen. Ich kann ihn halt in so ein Loch reinfallen lassen. Und die gehen ja irgendwann wieder zu. Und wenn er lange genug drin bleibt, ich mach mal 2, damit ich mehr Zeit habe. Wenn er lange genug drin bleibt, dann geht das Loch zu, während er drin ist und er verschwindet. Das müsste jetzt sogar passieren. Guck mal genau hin, ja. Das bringt uns allerdings nicht so viel, da er dann wieder erscheint, da wo er ursprünglich spawnt. Und das laggt schon wieder so. Ah! Nervig. Und er kann halt nicht durch Löcher durchfallen. Das heißt, wenn ich hier jetzt Löcher mache, als Pumuckl können wir da durchfallen. Aber er bleibt da drin hängen. Was doch schon ziemlich praktisch ist. So. Okay, es laggt zwar, aber es ist immer noch spielbar. Das ist gut. Als ich es gerade eben oder vorhin mal probiert habe, war es wirklich nicht spielbar. Da ging gar nichts mehr. Das war echt... Ah, nervig. Na? Jetzt fang nicht an, so zu laggen, wie gerade eben Spiel. Bitte nicht. So, aber das sieht doch ganz gut aus. Der Klabauter kann uns übrigens auch Gegenstände vor der Nase wegschnappen. Dann müssen... Also manchmal lässt er sie einfach so fallen, andere Male müssen wir dann halt ihn in so ein Loch fallen lassen, dann spuckt er die Gegenstände wieder aus und wir können sie aufsammeln. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir das Level gleich fertig. Ich muss nur noch hier hin und ich zeige euch mal, was für ein Item wir überhaupt eingesammelt haben. Diese Stiefel, das sind Sprungstiefel. Damit können wir zu einer gewissen Höhe hoch und einmal hochspringen. Verbraucht zwar einen Stiefel, aber das ist ganz gut, weil wir halt sonst nicht drankommen. Und wir haben genug Items. Ich meine, guckt euch mal an, wir haben 9 Stiefel. Wir müssen jetzt noch 2 einsetzen, um an diese Dinger hier dran zu kommen. Und dann haben wir den Level auch schon geschafft. Da oben ist das Portal. Da wollen wir doch direkt mal hin. Übrigens auch sehr cool an diesem Spiel finde ich die Musik. Also dafür, dass das nur so ein Kinderspiel ist quasi, ist die Musik ziemlich klasse gemacht, finde ich. Und außerdem ist das übrigens das erste Video, was ich finden konnte, das Gameplay von diesem Spiel zeigt. Ich habe nur ein Video finden können zum zweiten Teil. Es gibt nämlich 2 Teile. Einmal fangt den Klabauter und einmal mit Lichtgeschwindigkeit ins Weltall. Ah, der Level. Und bevor ich mal weitermache, erzähle ich noch kurz. Ich habe eben nur ein Video gefunden, das das Intro von Lichtgeschwindigkeit ins Weltall zeigt. Aber ansonsten zum Gameplay habe ich gar nichts gefunden. Was wahrscheinlich daran liegt, dass dieses Spiel eben nicht im englischsprachigen Bereich erschienen ist, weil Pumuckl ist halt ein deutsches Phänomen, eine deutsche Erfindung. Und da gibt es halt da kein Spiel, weil
keiner Pumuckl kennt. Und ja, deswegen finde ich das ziemlich cool. Es ist so das erste Video zu diesem Spiel, was kommt. Vor allem das erste Let's Play. Ah, lag. So. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich das am besten mache. Hier erwartet uns auch schon das erste kleine Mini-Rätsel von wegen Boden wegmachen. Ich muss erst das wegmachen und das, damit ich an den blöden Geldsack drankomme. Und jetzt muss ich mal schauen. Die Klabauter kommen gerade ziemlich blöd. Und wenn ich sie tot mache, oder was heißt tot machen, wenn ich sie da reinfallen lasse, dann erscheinen sie an ungünstigen Stellen wieder. Und ihr seht auch schon, da unten ist sumpfmäßiges Gebiet. Das heißt, da werden wir langsamer und die Klabauter langsamer. Was nicht gut ist, wenn der Klabauter direkt über dem Sumpf spawnt. Na, kommst du da wieder raus? Nein, da muss ich mich beeilen. So, und jetzt aufpassen, dass ich wegen dem Lag nicht links runterfalle. Das wäre ein bisschen suboptimal. Hey, Moment, der erscheint da unten wieder. Ah, praktisch. Praktisch. Pumuckl, warum machst du da kein... Deswegen macht er da kein Loch, weil das kein richtiger Block war, weil ich da durchfalle. Gemeinheit. Ja, ihr seht schon, die KI von den Klabautern ist nicht ganz so gut. Die hängen jetzt da hinten rum. Und versuchen halt auf die gleiche Höhe wie ich zu kommen, aber die kommen nicht drüber. Okay, ich sollte vielleicht doch nicht. Wenn ich hier hochgehe, dann müssen die nach links kommen. Und runterfallen, links hochklettern oder auch nicht. Na gut, soll mir nur recht sein. Dann hole ich mir jetzt noch den Kelch und dann sind wir mit dem Level auch schon fertig. Flop. Jetzt muss ich nur noch an das Portal rankommen, aber das dürfte auch kein Problem sein. Da unten ist genug weicher Boden, dass ich die Klabauter mir vom Leib halten kann. Und mehr als 5 Level werde ich nicht machen, weil dann fängt es wahrscheinlich zu stark an zu laggen, wenn ich zu viel am Stück mache. Oh, Entschuldigung. Ja, ich habe immer noch Husten. Der geht einfach nicht weg. Das ist furchtbar. Yay. Auf Wiedersehen, Klabauter. Macht's gut. Ihr kleinen niedlichen... Oh, neue Gegenstände. Ein Zaun. Ja, das sind diese Holzscheitstapel. Genau, Stapel. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Wenn ich die aufsammle, kann ich so einen Zaun machen, wie ihr ihn links von mir sieht. Da kann kein Klabauter durch, ich auch nicht. Ich kann ihn aber mit meinem Zauberstab wieder wegmachen. Deswegen ist es manchmal ganz nützlich. Und ich trinke nochmal eben einen Schluck. Moment. So, auf geht's. Ja, wie gesagt, ich habe lange gebraucht, um dieses Spiel zum Laufen zu kriegen. Na, du fällst erstmal da rein, bitte. Und kommst du da raus? Muss ich deinen Zaun setzen? Ja. Ha, so, einen Klabauter haben wir da unten schon mal permanent gefangen. Der kann uns jetzt nicht mehr Probleme bereiten. Aber das kann mir Probleme bereiten, na toll. Also der kann uns nicht mehr Probleme bereiten. Der, och komm schon, Pumuckl, kletter da hoch. Spieler, auf zu laggen, bitte. Denn der kommt da nicht mehr raus. So, endlich konnte ich mal das sagen, was ich sagen wollte. Das ist furchtbar. Ich muss mal gucken, dass ich bis zum nächsten Video es irgendwie noch schaffe, den Lag zu reduzieren. Das wäre ganz praktisch. Ich fürchte aber, dass ich das nicht hinkriegen werde. Mal schauen. Ach, hier geht's auch runter. Ja, komm, wir machen mal den Zaun runter. So sieht das Ganze dann aus. Denn ich muss hier an die Sachen dran und anders komme ich da nicht hin. Mensch. So, ich hoffe, das war jetzt kein Fehler. Aber das sieht in Ordnung aus. Okay, komm her, ich muss da hoch. Und damit hätten wir die ersten 5 Level auch schon geschafft. Damit haben wir den Geisterwald abgeschlossen. Ja, war jetzt nicht besonders schwer. Aber wie gesagt, es wird noch schwerer. Und es kommen noch einige coole Level. Also das hier war jetzt wirklich nur Grundlagen. Das war nix. Der Geisterwald ist geschafft. Das hast du gut gemacht. Haha. Schau nach rechts oben auf die Spielstufenanzeige. Dort siehst du 3 Bonusgegenstände. Du solltest dir diese Kombination gut merken. Das ist die Kombination, die du in der Passwortabfrage benutzen kannst, um schnell an diesen Ort zurückzukehren. Ja, wie der Klabauter schon gesagt hat, Passwörter interessiert mich jetzt nicht so, denn wir können ja einfach fortsetzen. Und ja, viel mehr kann ich jetzt zu diesem Spiel auch nicht erzählen. Und der Part ist sowieso vorbei, also wie gesagt, es wird nur ein kleines Nebenprojekt, die Parts sind nicht so lang.
Entschuldigung, jetzt musste ich doch wieder husten. Ah, nervig. Ja, ich hoffe, beim nächsten Part ist das Husten endlich weg. Und, ja. Ich würde sagen, das ist für mich jetzt total ungewohnt, dass ich so schnell schon einen Part beende. Aber das ist ja auch mal ganz angenehm, so für zwischendurch. Also, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Vielleicht interessiert euch das Spiel doch, obwohl es ein Pumuckl-Spiel ist. Und, ja. Ich denke mal, da es ja nur so kurze Parts sind, könnt ihr euch die vielleicht ab und zu mal reinziehen. So. Wie auch immer. Wir hören jetzt noch ein kleines Tschüss vom Klabauter. Und damit würde ich mich auch verabschieden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ups. Ah, okay. Jetzt kommt das Tschüss. Tschüss. Ja, genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao.